Die Wachablösung. Oh, es ist wunderbar. Geburtstagsgrüße. Und eine prächtige Flusspracht. So reist man heutzutage. Das Spektakel unseres königlichen Erbes ist nie weit entfernt. Ich war schon immer fasziniert von der Geschichte und den seltsamen Bräuchen, die den königlichen Lebensstil umgeben. Und von den außergewöhnlichen Menschen, die diese jahrhundertealten Traditionen bis heute erhalten. Unsere königliche Geschichte hat sich über 1000 Jahre entwickelt. Und seit 64 Jahren ist Königin Elisabeth II. Unser Aushängeschild. Die Königin ging hier entlang. Alles war voll mit den Großen und Mächtigen. Anlässlich des 90. Geburtstags unseres dienstältesten Monarchen werde ich in alle Ecken des Landes reisen und einen Blick hinter die Kulissen der königlichen Residenzen wagen. Schauen Sie, sie ist da. Es ist eine Welt, über die ich ein bisschen was weiß. Ein faszinierendes Jahr lang war ich High Sheriff der Grafschaft Surrey. Oh, da ist es. Und hier ist mein Name. Ich werde die Träger königlicher Titel besuchen. Schön, Sie zu sehen. Schön, dass Sie da sind. Menschen im Dienste Ihrer Majestät treffen. Mag sie Harfe? Sie liebt die Harfe. Und königliche Rituale entdecken. Wow, muss man viel üben? Die Lippen müssen nach innen. Ja, in der Tat. Auf dieser dritten Etappe meiner Reise fahre ich nach Nordirland, wo ich die offizielle Residenz Ihrer Majestät, Hillsborough Castle, besuche. Das muss der Thronsaal sein. Und an den Feierlichkeiten zu einem ganz besonderen Anlass teilnehmen. Feuer! Ich erschrecke mich jedes Mal. Ich habe die Irische See überquert und bin 12 Meilen südlich von Belfast nach Hillsborough in der Grafschaft Down gereist. Diese malerische Gemeinde mit 3500 Einwohnern ist mit ihren rein georgianischen Häuschen und der hübschen Landkirche kein gewöhnliches Dorf. Hier befindet sich eine der offiziellen königlichen Residenzen Ihrer Majestät. Hillsborough Castle ist weniger ein Schloss als vielmehr ein prächtiges georgianisches Herrenhaus aus dem 18. Jahrhundert. Die Art von Ort, den Immobilienmakler als historischen Landsitz bezeichnen würden. Ihre Majestät die Königin kommt zu offiziellen Anlässen hierher, seit ihrem ersten öffentlichen Auftritt in Nordirland als Prinzessin und als Königin auf ihrer Krönungstournee 1953. Die Königin und der Herzog waren unterwegs nach Hillsborough, wo sie 2 Nächte bleiben sollten. Tausende Untertanen warteten darauf, dem Königspaar einen mitreißenden Empfang zu bereiten. Wann immer Ihre Majestät in Nordirland übernachtet, ist Hillsborough Castle ihr zweites Zuhause. Es ist ein herrlicher Ort. Und diese atemberaubenden Tore, die nur für die Königin geöffnet werden. Ich bin hier an einem ganz besonderen Tag, dem 90. Geburtstag Ihrer Majestät. Und ich glaube, dass es einige ziemlich spektakuläre Ereignisse geben wird, um diesen Meilenstein zu feiern. Hillsborough Castle liegt der Königin mehr am Herzen, als viele glauben. Lange bevor Ihre Majestät zu offiziellen Besuchen kam, lernte sie diesen Ort kennen und lieben, als sie ihre Tante Lady Rose Grenville, eine Bowes Lion und die Schwester der Königin Mutter besuchte. Lady Rose lebte hier als Ehefrau des Gouverneurs von Nordirland. Wenn ihre Schwester zu Besuch kam und auch Prinzessin Elizabeth, übernachteten sie bei ihren Tanten. Ein Ort, der eines Tages ihre eigene königliche Residenz werden würde. Wenn die Königin zu Hause wäre, würde natürlich die königliche Standarte am Fahnenmast wehen. Heute ist da oben nichts. Der letzte Besuch der Königin in Hillsborough Castle war 2014. Und der Mann, der für das Hissen der Standarte verantwortlich war, wartete sehnsüchtig auf ihre Ankunft. Guten Morgen, Robert. Wie schön, Sie zu sehen. Schön, Sie zu treffen. Ein schöner Tag. Ein wunderbarer Tag. Wenn also die Königin kommt, haben Sie die Standarte hier oder schickt sie sie voraus? Sie kommt vorher mit ihrem Gepäck. Oh, wirklich? Und wann hissen Sie sie dann?
Ich bekomme einen Funkspruch, dass sie am Eingang angekommen ist. Sobald sie durch die Tore kommen, habe ich die Flagge oben am Mast. Und sie öffnen sich, wenn sie reinkommt. Wunderbar. Wenn sie gut aufgewickelt war? Leider wird die Königin heute nicht zu uns kommen, um ihren Geburtstag zu feiern. Doch zu diesem Anlass wird die Union Flag über Hillsborough Castle gehisst. Und auf der anderen Seite des Hofes herrscht reges Treiben, als das Offiziersausbildungskorps der Queen's University mit ziemlich beeindruckender Artillerie eintrifft. Für einen königlichen Salutschuss. Im Rahmen einer landesweiten Feier wird in Hillsborough Castle salutiert wie in allen vier Ecken des Königreichs. Von Edinburgh Castle bis Cardiff und Windsor. Hier in Hillsborough sollen in den nächsten 2 Stunden 100 Nachbarn der Königin eintreffen, um den Geburtstag ihrer Majestät zu feiern. Oh, da ist die Flagge. Und dort wird sie flattern, um ihrer Majestät zum Geburtstag zu gratulieren. Die Königin feiert ihren Geburtstag auf Schloss Windsor. Aber wann immer ihre Majestät oder Familienmitglieder zu Besuch kommen, ist es die Aufgabe von Patricia Corbett, Leiterin von Hillsborough Castle, dafür zu sorgen, dass alles wie am Schnürchen läuft. Kommen Sie herein. Dankeschön. Sehr gerne. Was für ein schöner Raum. Schön, nicht? Absolut fantastisch. Jetzt weiß ich, dass die Tore geöffnet werden, wenn Ihre Majestät eintrifft. Was ist da draußen sonst noch anders? Wir hätten einen roten Teppich vor der Haustür, durch die Sie gerade gekommen sind. Wir haben auch einen Trompetenspieler aus der alten Garde von Hillsborough, der Ihre Ankunft ankündigt. Die Aufregung ist immer groß. Viele Mitarbeiter schauen aus dem Fenster. Wirklich? Ja. Die Haushälterinnen Joan und Dorothy stehen seit über 16 Jahren im Dienste Ihrer Majestät. Sie stellen die Betten auf und polieren das Messing für die Königin und den königlichen Haushalt. Joan ist dafür verantwortlich, dass die State Apartments immer gut aussehen. Während Dorothy die wichtige Aufgabe hat, dafür zu sorgen, dass die private königliche Landung blitzeblank verläuft. Heute ist sie im Polierdienst. Hallo Dorothy, schön Sie zu sehen. Kommen so viele Leute? Ja, das ist für die Erfrischung nach dem Salutschuss. Okay. Wenn die Königin ankommt, extra polieren und abstauben. Oh ja, wir sind ziemlich beschäftigt. Und egal, wie oft Sie kommen, ich bin immer nervös. Was aber eine gute Sache ist. Absolut, das ist eine schöne Sache. Ja, sehr schön. Und was ist mit Ihnen? Ich war aufgeregt, als ich die Königin zum ersten Mal traf. Sie ist meine Lieblingskönigin. Ihr breites Lächeln, das beruhigt einen. Man will, dass alles perfekt ist. Also extra Spucke und Politur. Absolut. Wir machen sauber und nochmal sauber und dann machen wir nochmal sauber. Nur um sicherzugehen, dass alles in Ordnung ist. Ich nehme an, wenn Sie nach Hillsborough kommen, ist es wie ein zweites Zuhause. Ein zweites Zuhause. Nicht wahr? Meistens erkennen sie uns auch. Charles und Camilla waren schon einige Male hier. Er sieht auch gerne bekannte Gesichter. Wie ist Ihr eigenes Haus? Makellos. Nicht so perfekt. Nicht, wenn die eigene Familie kommt. Definitiv nicht. Auch wenn Ihre Majestät nicht hier ist, haben Joan und Dorothy viel zu tun, um Hillsborough Castle für alle Arten von Besuchern und königlichen VIPs vorzubereiten, die an Gartenpartys teilnehmen oder einfach dieses wundervolle Haus besichtigen. Eine Sache, die ich liebe, fast mehr als alles andere in großen Häusern, sind Gästebücher. Und dieses hier ist natürlich großartig. Hier ist der Earl of Wessex im Mai 2012. David Cameron, Aung San Suu Kyi, das ist schön, 2013, Prinz von Wales, Herzogin von Cornwall, schöne Unterschriften, sie sehen großartig aus. Da ist es, Ihre Majestät die Königin und der Herzog von Edinburgh im Jahr 2012. Die königliche Familie genießt Hillsborough offensichtlich, ich kann es Ihnen nicht verdenken. Während der Salutschuss immer näher rückt, wird das Ausbildungskorps auf Herz und Nieren geprüft.
Der kommandierende Offizier, Oberstleutnant Brian Johnston, sorgt dafür, dass die Dinge mit einem Knall ablaufen. Ein schöner Morgen. Ein atemberaubender Morgen. Es gibt unterschiedliche Anzahlen von Salutschüssen, nicht wahr? Bei einem königlichen Gruß sind es 21 Schüsse. Was ist die Geschichte eines Salutschusses? Wenn Schiffe der britischen Marine in einen Hafen einliefen, feuerten sie alle 7 Kanonen ab, um dem Gastgeberhafen zu beweisen, dass die Kanonen leer waren. Oh, ich verstehe. Im Gegenzug würde der Hafen dann 3 Schüsse abfeuern für jeden Schuss vom Schiff. Bei 7 Kanonen wurden also 21 Schüsse zurückgegeben. So fing es an. Das ist die Tradition. Wunderbar. Und wie groß ist der Abstand zwischen den Schüssen? Das Intervall sollte 3 Sekunden dauern. Mehr nicht. Mehr nicht. Und es gibt einen Zeitmesser, der beim Schießen sehr darauf achtet, dass wir pünktlich sind. Während die geplante Zeit für den Salutschuss näher rückt, werden die Hillsborough-Nachbarn ihrer Majestät im Schloss stilvoll begrüßt. Draußen auf der Südterrasse versammeln sich die Gäste zur Hauptveranstaltung. Und die Uhr tickt. Alle schauen auf die Uhr. Es wird wohl Zeit. Ich finde es großartig, dass das Queen's University Training Corps eine Rolle bei der Aufrechterhaltung eines Rituals spielt, das bis ins Jahr 1533 zurückreicht, während wir das Spektakel in vollen Zügen genießen können. Sie sehen furchtbar elegant aus, oder? Ich habe Schüsse nie gemocht. Nummer 1, Feuer! Ganz schön laut, oder? Ich erschrecke mich jedes Mal. Das war's. 21. Happy Birthday, Ihre Majestät. Herrliche Zeremonie. Ich bin in Nordirland und trete in die Fußstapfen Ihrer Majestät. Die erste Gelegenheit für eine junge Königin, die Herzen und Gedanken der Menschen dieser Provinz zu gewinnen, war ihre Krönungstour. Eine 3-tägige Reise, die sie von Belfast nach Londonderry führte. Dank der Nachrichtenkameras waren die Augen der Nation bei jeder Bewegung auf sie gerichtet. Und dies war die erste Stadt, in der die Öffentlichkeit die Ehre hatte, sie offiziell willkommen zu heißen. Am 1. Juli 1953 kamen die Königin und der Herzog von Edinburgh im Rahmen ihrer Krönungsreise nach Lisburn. Das Auto kam um die Ecke, das war alles Straße hier. Überall hingen Menschen an den Fenstern. Ganze Massen. Hier kann man das sehen. Meine Güte, so viele Leute. Natürlich war die Berichterstattung damals, auch die Fotos, ganz in Schwarz-Weiß. Aber es gab einen Anwohner, der eine Kinokamera hatte, die Farbfilme aufnahm. Es war ein 23-jähriger Einheimischer, Harold Patterson, vom Lisburn Camera Club, der die Gelegenheit wahrnahm, dem Tag, an dem die Königin in die Stadt kam, etwas Farbe zu verleihen. Ich treffe Harolds Witwe Meta und Tochter Hazel, um seine außergewöhnliche Geschichte zu hören, wie er zum selbsternannten Kameramann ihrer Majestät wurde. So ein gut aussehender Mann. Das war er. Frau Patterson, hat sich Ihr Mann schon immer für Fotografie interessiert? Es war nur ein kleines Hobby. Er wollte sein eigenes Ding machen. Als die Kamera herauskam, wusste er, dass sie etwas Besonderes war. Und das war sein ganzer Stolz? Ja. Hat er Fotos von Ihnen gemacht, Hazel? Ja, wir haben einige schöne Aufnahmen aus unserer Kindheit. Aber es war immer ein besonderer Anlass. Das Farbfernsehen kam im Vereinigten Königreich erst 1967. Daher machen Aufnahmen der Königin in Farbe in diesem Stadium ihrer Regierungszeit Harolds Film umso bemerkenswerter.
Da ist sie. Schön, ihre Kleidung in Farbe zu sehen. Ihre Hüte sind wunderschön. Es ist aufregend, sich vorzustellen, wie nah er dran war. Ja, das ist es tatsächlich, nicht wahr? Ja. Er muss am Ende des Weges gewesen sein. Es sieht fast so aus, als hätte er hinten im Auto gesessen. Ja, das stimmt. Wie hat er es geschafft, so nah heranzukommen? Mein Vater war ein ortsansässiger Geschäftsmann und einer der Polizisten kam in den Laden und ich denke, Papa war ein Opportunist. Er sah eine Gelegenheit und fragte, ob er Zugang bekommen könnte, um bei ihrem Besuch ein paar Fotos von der Königin zu machen. Und außergewöhnlicherweise hat er diesen Pass bekommen. Das ist wunderbar. Bitte unterstützen Sie Herrn Harold Patterson, der Bewegtbilder vom königlichen Besuch machen möchte. Und das zeigte er einfach vor. Und dann ging er rein. Ich liebe diesen Hinweis, in einem angemessenen Umfang. In einem angemessenen Umfang. Ich frage mich, was sie im Sinn hatten. Ich gehe davon aus, dass Dad einige dieser Grenzen überschritten hat. Denn man kann ja sehen, wie nah er dran war. Nachdem Harold am Flughafen seine Aufnahmen gemacht hatte, blieben ihm nur noch 30 Minuten, um zurück nach Lisburn zu rennen. Da ist die Ankunft, wo er sich wieder einmal in den Mittelpunkt des Geschehens stellt. Es ist wunderbar, es an einem sonnigen Tag in dieser Farbe zu sehen. Die Königin sieht so würdevoll aus. Für ihren ersten königlichen Besuch ist es erstaunlich. Das stimmt. So ruhig. Es muss sich herausgestellt haben, dass ganz Lisburn verschwunden war. Da hinten steht ein Mann auf einem Vorsprung. Ja, er hängt herum. Oh, was für ein tiefer Knicks. Harold blieb seinem Hobby treu und spielte sein ganzes Leben lang eine wichtige Rolle in seiner örtlichen Gemeinde. Sein Dienst für die Gemeinschaft zeigte sich darin, dass er einen Ritterorden bekam. Wow! Wir haben alle einen Tag im Buckingham Palace verbracht und Prinz Charles getroffen. Wir sind alle stolz auf ihn. Nun, seine Erinnerung wird hier und mit all diesen wunderbaren Dingen weiterleben. Nachdem das glamouröse Königspaar die Menge in Lisburn begeistert hatte, kehrte es zur offiziellen königlichen Residenz Hillsborough Castle zurück, um an einem Staatsdinner teilzunehmen. Während ihrer Regierungszeit war das Schloss ein Ort, an dem die königliche Familie wohnte und in den Prunkgemächern Veranstaltungen abhielt. Oh, das muss der Thronsaal sein. Ich liebe die Tatsache, dass hier ziemlich oft drauf gesessen wurde. Man kann sehen, dass der Samt etwas abgenutzt ist. Christopher, guten Morgen. Willkommen in Hillsborough. Schön, Sie zu sehen. Kurator Christopher Worley Lack von den Historic Royal Palaces hat die beneidenswerte Aufgabe, sich um die Schätze des Palastes zu kümmern und seine farbenfrohe Geschichte zusammenzustellen. Die Geschichte des Hauses ist außergewöhnlich, weil es so, naja, vielleicht nicht modern, aber für eine königliche Residenz recht jung aussieht. Es ist recht jung. Wir wissen, dass das Gebäude, der zentrale Kern, schon 1788 hier stand. Und die Regierung kaufte das Haus 1925 für 24.000 Pfund. Eine ordentliche Summe. Oh, warum waren wir zu diesem Zeitpunkt nicht da? Mit dem Verkauf des Anwesens wurde das Schloss vom Familiensitz zum offiziellen Stützpunkt des Gouverneurs von Nordirland, der bis in die 1970er Jahre die Krone in Abwesenheit des Monarchen vertrat. 1945 übernahmen die Tante und der Onkel der Königin, Lord und Lady Granville, das Amt und saßen bei offiziellen Zeremonien auf diesen Thronen. Der Gouverneur hat also ziemlich oft dort gesessen. Ja, und man kann sehen, wo ihre Schwerter den Samt abgenutzt haben. Und das ist eine interessante Frage für uns, weil wir uns nicht sicher sind, ob wir sie neu beziehen sollen. Das ist ein historisches Element ihrer Verwendung. Wenn wir an Throne in anderen königlichen Residenzen denken, sind sie immer in einwandfreiem Zustand. Deshalb haben wir uns gefragt, polstern wir sie oder lassen wir sie so, wie sie sind? Darf ich eine Meinung äußern? Natürlich. Lassen Sie sie so. Das ist ja ein wundervolles Banner. Ja, technisch gesehen ist es ein Applikationsbanner. Oben stehen die Buchstaben ER. Als ich das erste Mal hier in Hillsborough war, wurde uns erklärt, dass sie für Elizabeth Regina stehen. Elizabeth, die Königin. Aber als ich ein paar historische Aufzeichnungen durchsah, fand ich heraus, dass es eigentlich für Edward VIII. Angefertigt wurde. Ach, wirklich? Es heißt also Edward Rex.
Aber er dankte 1936 ab und das Banner wurde ziemlich schnell eingepackt und eingelagert. Also haben Sie kein G drauf gemacht? Nein, Sie haben kein G drauf gemacht. Eine andere Geschichte, die uns erzählt wurde, war, dass man aus dem E ein C machen könne. Für Charles Rex dann. Oh, das nennt man vorausschauendes Denken. Absolut. Hillsborough Castle ist eine der am wenigsten bekannten königlichen Residenzen. Aber für mich ist das der Reiz. Es ist wie eine unerschlossene Schatzkammer der königlichen Geschichte. Ich bin nicht die Einzige, die von seinem Charme fasziniert ist. Jährlich buchen 10.000 Besucher Führungen durch das Schloss. Und es gibt Pläne, die königliche Residenz einem viel breiteren Publikum zugänglich zu machen. So können noch mehr Menschen dieses wundervolle Haus genießen. Dieses Zimmer ist? Das ist der Staatssalon. Staatssalon, wunderschön. Als seine königliche Hoheit, der Prinz von Wales und die Herzogin von Cornwall das letzte Mal hier waren, veranstalteten sie ein Konzert und brachten dann die Gäste hierher. Das ist der Raum, in dem der königliche Haushalt seine Zeit verbringt. Und wir sind gerade an einem ziemlich tollen Porträt der Königin vorbeigegangen. Oh, Verzeihung, Eure Majestät. Das muss ich Ihnen zeigen. Es wurde von Lydia de Burgh gemalt. Chris de Burghs Tante. Ach, wirklich? 1955, noch eine sehr junge Frau. Absolut, und es ist sehr stilistisch aus den 50er Jahren. Ja, es ist sehr 50s. Fast ein neuer Look. Sie sieht schön aus. Ja, sehr jung. Herrlich. Dieser Raum fühlt sich sehr persönlich an und ich liebe die Familienfotos. Da ist sogar eines von Edward VIII. In seinen Reithosen, bei einem seiner vielen Besuche hier, auf dem Weg zum Golfspielen. Und nun betreten wir Lady Grays Arbeitszimmer. Sie haben vielleicht bemerkt, dass wir einem traditionellen Enfalade gefolgt sind, einer bestimmten Abfolge von Räumen. Ich liebe dieses Wort, Enfalade. Enfalade, fabelhaft, oder? Ich habe enfaladet. Das haben wir in der Tat. Hillsborough Castle ist in jeder Hinsicht eine königliche Residenz. Es ist erst 2 Jahre her, dass Historic Royal Palaces die Leitung des Schlosses übernahm. Aber in dieser Zeit machte Christopher eine wichtige Entdeckung, die Licht auf die offiziellen frühen Jahre der Königin wirft. Es wurde noch nicht öffentlich gezeigt, aber ich bekomme eine Vorschau. Hier ist ein kleines Juwel, das ich gefunden habe. Ziemlich aufregend. Ich habe das vor ein paar Jahren in einem Regal in einem der Büros gefunden. Niemand weiß etwas darüber. Und darin haben wir jede Menükarte, jede Einladung, jede Tanzkarte von jeder Veranstaltung, die hier im Schloss ab 1925 stattgefunden hat. Wow, ich liebe es. Wenn Sie ein Lebensmittelhistoriker sind, ist das tatsächlich auch interessant. Das ist während des Krieges, 1941. Ja, genau. Es wurde rationiert und die Abendessen waren recht bescheiden. Das hier ist Potage Bonne Femme, einfach Suppe. Und Bœuf à la Mode, das ist das Rindfleisch, das man bekommen konnte und das man mit so viel wie möglich bedeckt hat. Und Pfirsich und ein Soufflé. Ist das nicht herrlich? Ich könnte Stunden damit verbringen, mir das anzuschauen. Wenn ich mir das anschaue, bin ich oft stundenlang abgelenkt. Darauf wette ich. Ein sehr wertvoller Eintrag im gesamten Sammelalbum muss von einem der außergewöhnlichsten Abende stammen, die jemals hier veranstaltet wurden. Lassen Sie mich zum Jahr 53 gehen, dem ersten offiziellen Besuch der Königin. Besuch Ihrer Majestät und seiner Hoheit des Herzogs von Edinburgh in Nordirland, Juli 53. Wie schön. Hier ist die Speisekarte. Consommé julienne, offenbar sehr beliebt. Seezunge, Roastbeef, Spargel und Baiser, Naschkatzen. Absolut. Mit Erdbeeren. In voller Abendrobe. Volle Abendgarderobe, natürlich, mit allem drum und dran. Meine Reise nach Nordirland hat mich in den Nordosten und die Grafschaft Antrim geführt. Ich mache mich auf den Weg zu einem ganz besonderen Stück königlicher Geschichte, das bis zur Krönungstour der Königin zurückreicht. Am letzten Tag der Tour wagte sich Ihre Majestät mit dem Zug in die Regionen. Ich habe herausgefunden, was die Abkürzung für Railway Preservation Society of Ireland ist. Und manches wird wieder zum Leben erweckt. Der königliche Waggon, der diese historische Reise antrat, war 15 Jahre lang versteckt.
Es hat ein bisschen Detektivarbeit gekostet, ihn zu finden. Aber ich glaube, er steht versteckt in diesem Schuppen, neben anderen wunderbaren alten Waggons aus einer Zeit, als Zugreisen noch eine elegante Angelegenheit waren. Mit solchen Zügen bin ich früher zum Internat gefahren. Ich erinnere mich, dass man diese Fenster öffnen konnte und der Schmutz der Dampfmaschine hereinkam. Und man konnte diese Wagentüren auf- und zumachen. In einigen Waggons stand nur für Damen. Oh, und natürlich die tollen Gepäckablagen, hier oben. Gepäckträger kamen und stellten das Gepäck dort oben ab und man gab ein bisschen Trinkgeld. Vielleicht 6 Pence, wenn sie sich wirklich reich fühlten. Der nächste Waggon interessiert mich wirklich. Er beförderte Ihre Majestät die Königin auf ihrer Krönungstour. Er wurde 1911 erbaut und vor dem Leben auf dem Schrottplatz gerettet, unter anderem dank des Kurators Charles Freer. Guten Tag. Guten Tag. Willkommen. Ich habe alte Erinnerungen durchlebt. Der Waggon sah wohl ungefähr so aus? Ja, sehr ähnlich. Die gleiche Verkleidung, die gleiche Decke. Und die gleichen Fenster? Ja. Sie wirken größer. Genau. Die Idee war, dass dies eine Kutsche war, die es ermöglichte, das Königspaar vom Bahnsteig aus zu sehen. Ah, und dort waren Leute? Oh ja, überall. Einige der Bilder, die wir haben, zeigen Menschen, die irgendwo in der Landschaft stehen. Sie hatten aber keine normalen Sitze, sondern Sofas. Nein. Sofas, ja. 2 Sitzer und 3 Sitzer. Und Tische mit Blumen und Erfrischungen und so weiter. Der Hauptrahmen ist aus Mahagoni. All das? Ja. Ein großer Teil der Täfelung ist aus Walnussholz. Das ist wunderschön. Und viele Details, zum Beispiel hier oben, sind handgefertigt. Die Tapete an der Decke ist mit Relief. Und war sie weiß? Ja. Denn wenn sie weiß ist, reflektiert sie das Licht und dann kann man die Königin besser sehen. Genau. Hier spricht eine Schauspielerin, die sich damit auskennt. Der königliche Zug nahm die Königin mit auf eine Reise durch 5 Städte. Er schaffte 89 Meilen in knapp 4 Stunden auf dem Weg nach Londonderry. Ihr 2. Stopp war die kleine Stadt Ballymoney. Als der Zug in Ballymoney einfuhr, war der Jubel der Schulkinder über 1 Meile weit entfernt zu hören. Alex Blair war ein junger Bursche, als Ihre Majestät in die Stadt kam. Es war ein großer Tag in Ballymoney, alle waren da. Also die gesamte Bevölkerung von Ballymoney? Ich glaube schon. Wie viele waren das? Ich glaube, es hieß 20.000. Es waren Menschenmassen. Hier sieht man die Kinder. Sie läuft auf einem Teppich. Sie waren gedrängt wie Sardinen. Wir waren vorne, aber viele Leute, die da waren, wurden gegen die Mauern gedrückt. Das war gefährlich. Das würde heute nicht passieren. Aber damals störte sie das nicht. Nein, wir hatten einen Krieg hinter uns. Was ist schon Gesundheit und Sicherheit? Und ich erinnere mich, wie dieser Zug hereingeglitten kam. Und dann, direkt nach ihrer Ankunft, ging die Königin auf das Podium und der Lärm war gewaltig. Ich glaube, sie war ziemlich überrascht. Sie sah nervös aus. Es war ein ziemlicher Schock, sie so ganz normal zu sehen. Sie trug nicht die Farben, die sie heute trägt. All die leuchtenden Farben. Sie trug nur einen blaugrauen Mantel und einen dunklen Hut. Trotz aller Pracht und so weiter war sie ein gewöhnlicher Mensch wie wir. Wie lang war sie eigentlich in Ballymoney? Ganze 10 Minuten. Wow! Das war alles. Und was ist seit 1953 in Ballymoney passiert? Nicht wirklich viel. Und sie kam nie zurück. Ich glaube aber nicht, dass Ballymoney seine Flaggen jetzt schon wegwerfen sollte. Der königliche Zug ist vielleicht im Ruhestand, aber die Königin ist nicht aufzuhalten. Letztes Jahr nahm sie an unglaublichen 340 offiziellen Terminen teil. Und im Laufe der Jahre wurde Ihre Majestät bei ihren Besuchen in Nordirland Zeuge großer Veränderungen in der Provinz. Es war vor 70 Jahren, als sie zum ersten Mal den Fluss Lorgan in Belfast besuchte. Seitdem hat sie miterlebt, wie das Schicksal in der Gegend auf- und abging. Ihre Majestät ließ hier 1946 als junge Prinzessin ihr erstes Schiff vom Stapel laufen. Die beiden riesigen Kräne dort, man kann nur einen sehen, mit H und W darauf, Harland und Wolf. Eine ständige Erinnerung an Belfasts glorreichen Tage des Schiffbaus. Damals gab es einen Satz, gebaut für die Ewigkeit in Belfast. Das Belfaster Unternehmen Harland & Wolff war einst Schiffbauer der Welt.
1912 wurde hier am Lorgan die Titanic gebaut. Die Königin hat die Docks während ihrer Regierungszeit mehrmals besucht. Eine der jüngsten Reisen ihrer Majestät war im Jahr 2003, um sich die Erneuerung der Gegend anzuschauen. Derek. Willkommen an Bord. Danke, guten Morgen. Es ist eine Reise, an die sich Derek Booker, Kapitän des Vergnügungsschiffs Mona, gut erinnert. Wie haben Sie zum ersten Mal erfahren, dass Sie die Königin an Bord nehmen würden? Das war eine Geschichte. Wir haben 6 Monate vorher erfahren, dass ein Würdenträger an Bord kommt und ich dachte, es wäre vielleicht Tony Blair oder so. Tatsächlich haben wir am Abend zuvor herausgefunden, dass es die Königin war. Es war um 10 Uhr abends, ich sagte aber, dieses Boot stinkt nach Farbe. Sie meinten, guter Mann, die Königin denkt, die ganze Welt stinkt nach Farbe. Wie lange war sie auf dem Boot? Ich schätze ungefähr eine halbe Stunde. Wirklich? Aber sie war sehr nett, hat geplaudert und sich ins Gästebuch eingetragen und für Philipp mit unterschrieben. Ach wirklich? Seit die Königin zum ersten Mal hierher kam, hat sich die Gegend dramatisch verändert. Anstelle von Werften stehen hier heute große Filmstudios. Aber es gibt ein dominantes Landschaftsmerkmal, das den Lauf der Zeit überdauert hat. Die beiden riesigen Kräne von Harland und Wolff. Zwei der größten Kräne der Welt, Samson und Goliath. Aber sie werden nicht mehr verwendet. Nein, für einige Zeit nicht, für einige Jahre, weil man vorhatte, sie einzureißen. Wirklich? Aber es gab eine große Kampagne und dann wurden sie zu Industriedenkmälern gemacht, was ihnen damals nicht gefiel. Aber jetzt sind sie sehr froh darüber, denn sie machen hier jetzt viele Arbeiten für die Windparks und Ölbohrinseln. Sie sind also wieder im Einsatz? Ja, genau. In Belfast sind sie unser Eiffelturm. Ja, natürlich. Man kann sie vom Flugzeug, von der Bahn oder dem Auto aus sehen. Bis heute betrachte ich sie immer wieder aus ganz neuen Blickwinkeln. Was für eine wunderbare Art, einen Nachmittag mit einer Kreuzfahrt auf dem Fluss Lorgan mit Skipper Derek zu verbringen. Aber ich fahre 12 Meilen südlich von Belfast zurück zur offiziellen Residenz Ihrer Majestät in Nordirland, Hillsborough Castle. Ein Zuhause, das in Ihrem Leben sowohl eine öffentliche als auch eine private Rolle spielt. Seit sie 19 war, kam sie hierher, um ihre Tante Rose zu besuchen, die der Öffentlichkeit besser als Lady Grenville bekannt war. Elizabeth und ihre Tante standen sich nah. Und als die Prinzessin 1946 hier zum ersten Mal ein offizielles Engagement wahrnahm, war ihre Tante an ihrer Seite. In grünem Mantel und Hut betritt die Prinzessin die Abschussplattform, beobachtet von 50.000 Augenpaaren. Neben ihrer königlichen Hoheit sind Lord Admiral Cunningham, Lady und Earl Granville, Gouverneur von Nordirland. Nach dem Besuch der Prinzessin schrieb Lady Rose aufgeregt einen Brief an ihre Schwester, in dem sie beschrieb, wie die junge Prinzessin Elizabeth die Menge in ihren Bann gezogen hatte. Ich sah eine Art Veränderung bei ihnen und dass sie dachten, es gibt noch etwas anderes als Jugend und Charme und das, was so schön aussieht. Als würden sie sich selbst auf die Schulter klopfen und wissen, dass sie zu ihnen gehört. Was sie meiner Meinung nach in gewisser Weise auch tut. Du musst sehr stolz auf sie sein, mein Schatz. Ich wäre es. Die Tante der Königin war eine begeisterte Gärtnerin und liebte die Anlage hier. Und ich kann verstehen, warum. Sie sind eine wunderbare Mischung aus Stilen aus den 1760er Jahren. Im Laufe der Jahrhunderte hat jeder Verwalter dem Gelände seinen eigenen Stempel aufgedrückt. Und die Tante der Königin war keine Ausnahme. Sie hat den Granville Rosengarten neu gestaltet und bepflanzt. Sehr guter Rasen, ich wünschte, meiner wäre so unkrautfrei. Die Königin soll die Erweiterung des Gartens durch ihre Tante sehr gefallen haben. Und Stephen Martelli, Leiter der Abteilung Gärten und Anwesen, kümmert sich in ihrem Namen darum. Liebt Ihre Majestät Rosen? Die Königin liebt diesen Garten. Sie war oft hier bei uns und konnte nicht in den Garten rauskommen.
In diesem Fall hat sie immer darum gebeten, ein Foto vom Garten zu machen. Und das Foto machen Sie? Ja, aus einer erhöhten Position. Da oben. Und sie hat sich später bedankt, sodass ich weiß, dass sie die Fotos erhalten hat. Wunderbar. Nun, das sind die Kletterrosen am Ende. Und da hinten sehe ich etwas, das ein bisschen wie ein Monster aussieht. Es ist eine einzige Pflanze. Wirklich? Eine einzige Pflanze, ja. Erstaunlich. Es ist der größte Rhododendron Europas. Von links nach rechts sind es mehr als 40 Meter. Meine Güte, ich stutze meinen Rhododendron immer. Aber ich möchte nicht die Aufgabe übernehmen, diesen zu stutzen. Die Königin erinnert an viele ihrer Besuche hier mit der Pflanzung eines neuen Baumes. Und dies ist der allererste von ihrer Krönungstour. Er ist 60 Jahre alt. Ja, genau. 63 Jahre. Es ist eine Magnolie, oder? Magnolie, genau. Ich habe einen kleinen Spaten gesehen. Ist das da ein Spaten? Ja, unser zeremonieller Baumspaten. Ah, wirklich? Oh, gut. Er wird von den royalen Gästen genutzt. Ich verstehe. Hier ist Ihre Majestät die Königin. Da Prinzessin Alice, Herzogin von Gloucester. Und hier Ihre Majestät Königin Elizabeth, Königin Mutter, 1958. Wie schön. Leider ist es noch zu früh im Jahr, um diese Magnolienart blühen zu sehen. Ihr Nachbar liefert schon eine großartige Show ab. Diese wurde am 11. Juni 1993 von der Königin gepflanzt. Es ist eine Magnolia Campbelli Darjeeling. Wie schön. Sie blüht wunderschön. Das gibt zu dieser Jahreszeit immer eine schöne Show. Ja, natürlich. Das macht einem direkt Lust auf eine Tasse Tee, oder? Es ist wirklich herrlich. Ich verstehe, warum Ihre Majestät diesen Ort so sehr liebt. Hier muss es so viele Kindheitserinnerungen geben. Und sie liebt den Rosengarten. Leider blühen die Rosen im April nicht. Ich würde sie gerne in Blüte sehen. Ich muss Steven fragen, ob er mir ein Foto schickt. Meine Reise durch Nordirland führt mich in die Grafschaft Fermanagh im Westen der Region. Die Königin wird bei jedem Besuch begeistert empfangen. Doch über ihre Rolle sind die Meinungen geteilt. Für die Unionisten ist die Königin das ultimative Symbol ihrer Treue zum Vereinigten Königreich. Im Gegensatz dazu stellt sie für viele, die ein geeintes Irland wollen, eine Besatzungsmacht dar. Diese politischen Spannungen bestanden während der gesamten Regierungszeit ihrer Majestät. Und sie war persönlich vom Tod ihres Cousins Lord Mountbatten betroffen. Aber die Menschen in Nordirland versuchen, ihre Probleme hinter sich zu lassen. Und hier am Ufer des Flusses Erne in Enniskillen entschied sich Ihre Majestät für eine symbolische Geste. Enniskillen erlitt einen tragischen Schrecken, als im November 1987 während einer Gedenkveranstaltung eine gewaltige IRA-Bombe explodierte, die 12 Menschen tötete und 63 verletzte. Aber dies ist eine Stadt, in der Katholiken und Protestanten weiterhin Seite an Seite leben. Und im Herzen von Enniskillen steht die protestantische Kathedrale direkt gegenüber einer katholischen Kirche. Ich treffe den Dekan der Kathedrale von St. McCartan's, Reverend Kenneth Hall, um von dem bedeutsamen Besuch der Königin hier im Jahr 2012 zu erfahren. Willkommen in der St. McCartan-Kathedrale. Dankeschön. Die Königin ist also hier entlang gekommen. Ja, sie kam hier am Tor an und ich habe sie begrüßt. Waren Sie nervös? Oh ja, ein bisschen. Und dann gingen Sie hier entlang? Ja, diese Tafel erinnert an Ihren Besuch in Enniskillen. Ja, das ist toll. Durch diesen Gang habe ich Ihre Majestät hinaufgeführt, wahrscheinlich genauso wie wir jetzt gehen. Und sie hat das Gitter gemieden? Ja, das stimmt. Wegen der Absätze. Wie haben Sie überhaupt von dem Besuch erfahren? Das Diözesanbüro bekam einen Anruf, dass mich jemand sehen wolle. Also traf ich diesen Typen und er sagte, es werde einen Besuch in Enniskillen geben. Man wolle die Kathedrale besichtigen. Und sie fragten mich, wie sind Ihre Beziehungen zur römisch-katholischen Kirche gegenüber? Ich sagte, sehr gut, ich kenne den Monsignor sehr gut.
Nun, wie würde er reagieren, wenn Ihre Majestät über die Straße in die Kirche gehen würde? Und ich wusste nicht, was ich tun sollte. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Wie sollte ich dem Monsignor sagen, dass die Königin zu Besuch kommt? Also ging ich rüber, um zu fragen. Und er sagte, kein Problem, das freut mich. Das ist wunderbar. Absolut. Und die Herzlichkeit, mit der sie an diesem Tag empfangen wurde, war unglaublich. Das Bemerkenswerte daran, dass die Königin diese gewöhnliche Straße in Enniskillen überquerte, war, dass es das erste Mal in ihrer Regierungszeit war, dass sie eine katholische Kirche auf irischem Boden betrat. Nur ein paar kleine Schritte über diese Straße. Und da war es. Aber es waren wirklich große Fortschritte. Als wir hierher kamen, jubelte die Menge. Monsignor, wie schön, Sie zu sehen. Vielen Dank, Penny. Sehr schön, Sie zu sehen. Kommen Sie rein. Danke. Ist das nicht schön? Wunderschön. Und was war Ihrer Meinung nach der erste Eindruck, den Ihre Majestät hier hatte? Oh, das war deutlich in Ihrem Gesicht zu sehen. Ja? Voller Freude. Wirklich? Und voller Staunen. Als wir eintraten, stellte ich Ihre Majestät dem Kardinal vor, der ihr ein Kompliment für ihren Sieg im Derby machte. Er kannte den Weg ins Herz Ihrer Majestät. Auf jeden Fall. Als die Königin Nordirland besuchte, schüttelte sie Martin McGuinness die Hand. Und jemand sagte damals zu mir, dass das ein Händedruck sei, der etwas mit der Vergangenheit zu tun habe. Aber als ich der Königin die Hand schüttelte, war das ein Händedruck, der etwas mit der Zukunft zu tun hatte. Das finde ich absolut genial. Großartig. Nach dem Besuch Ihrer Majestät machte der lokale Künstler Hector McDonnell ein Gemälde vom Spaziergang der Königin über die Straße. Oh, es ist wunderschön. Schön, dass es Ihnen gefällt. Und es lässt die Kirchen näher erscheinen, nicht wahr? Und der herrliche Himmel darin fängt etwas von der Hoffnung des Tages ein. Und da sind Sie, Mr. Dean. Es macht deutlich, dass die Stadt und die Straße ein wichtiger Ort sind. Es ist ein Ort der Begegnung, ein Ort der Menschen. Das ist der Ort der Zukunft. Super. Die Geschichte Nordirlands war komplex und zeitweise zerbrochen. Das Land wurde jahrhundertelang umkämpft und geteilt. Daher ist es keine Überraschung, dass die Geschichte der königlichen Residenz in Hillsborough militärischen Ursprungs ist, deren Beweise nur einen Steinwurf vom Schloss entfernt zu finden sind. Das ist Hillsborough Fort. Ich weiß nicht genau, warum es hier ist. Es hat ringsum Mauern und verschiedene Tore. Diese Festung wurde Mitte des 16. Jahrhunderts von der Familie Hill erbaut, die später dem Dorf Hillsborough ihren Namen gab. Es ist sehr steil. Ich weiß nicht, wen sie fernhalten wollten. Es müssen Menschen gewesen sein, von denen sie dachten, sie könnten sehr hohe Mauern erklimmen. Oh, sehen Sie. Jemand ist in voller Montur durch das Tor gekommen. Wow. Hillsborough Fort erhielt 1660 von Karl II. Eine königliche Charta. Oh Gott, er bläst ins Signalhorn. Die historische Bedeutung des Gebäudes wird noch heute von der Hillsborough Old Guard geprägt. Wenn man der Ehrenwache gegenübertritt, ist es, glaube ich, Brauch, sie zu inspizieren. Nun, es wäre unhöflich, es nicht zu tun. Guten Tag, die Herren. Willkommen in Hillsborough. Sie sehen großartig aus. Sie sind Andrew. Ja, genau. Als Sie das Signalhorn gespielt haben, standen Sie in diese Richtung, aber es war schön laut. Ja, der Ton hüpft hier irgendwie herum. Wow, muss man viel üben? Die Lippen müssen nach innen. Ja, in der Tat. Andrew Carlyle ist der offizielle Hornist im Hillsborough Fort. Und diese feinen Herren in ihren eleganten Uniformen sind Freiwillige, die eine Tradition aus dem 17. Jahrhundert am Leben halten.
Die Uniformen sind atemberaubend. Sie sind genauso wie damals, oder? Ja, die Uniform soll der niederländischen Garde Wilhelms III. Nachempfunden sein. Das Schwert ist von der britischen Kavallerie von 1796. Sie sehen ganz schön tödlich aus. Wirklich scharf ist nur die Spitze, was ich auf meine Kosten herausgefunden habe. Die Hillsborough-Wache wurde 1891 aufgelöst. Aber diese Herren sind bereit, dem königlichen Ruf zu den Waffen zu folgen. Werden Sie also irgendwann Wache halten, wenn die königliche Familie kommt? Wenn wir gefragt werden? Hoffentlich ja. Während die Wachen auf den Anruf warten, ist der Hornist Andrew bereits im Dienst Ihrer Majestät. Spielen Sie immer, wenn Ihre Majestät nach Hillsborough kommt? Ja, alle königlichen Besuche. Ich stehe vor der Haustür und kündige die Ankunft an, wenn die Autos kommen. Haben Sie ein spezielles Signal? Ja, der königliche Gruß. Dürfen wir das hören? Danke. Während Andrew die Ankunft der Königin ankündigt, geht meine Reise durch Nordirland und mein Besuch in der königlichen Residenz Ihrer Majestät zu Ende. Das ist wunderbar. Was mich während meiner Zeit in Nordirland beeindruckt hat, ist die Menge an Veränderungen, die Ihre Majestät während ihrer Herrschaft erlebt hat. Sie kam in guten wie in schlechten Zeiten zu Besuch. Von ihrer Krönungsreise 53 bis zu ihrem symbolischen Besuch in einer katholischen Kirche in Nordirland 2012. Und es war wunderbar, ihren 90. Geburtstag hier in Hillsborough Castle zu feiern. Auf spektakuläre Weise. Ich beginne meine walisische Tour an der wahrscheinlich dramatischsten und prächtigsten königlichen Residenz, die dieses Land je gesehen hat. Caernarfon Castle war das steinerne Statement Edward I., gebaut, um zu beeindrucken. Wenn es bei königlichen Residenzen vor allem um die Lage geht, handelt es sich hier um erstklassige Immobilien. Mit Blick auf die Insel Anglesey in der Meerenge von Menai soll ein Anspruch auf die Souveränität über Wales erhoben werden und als Sitz des Prinzen von Wales dienen. Ein Titel, der seitdem an die königlichen Erben weitergegeben wurde. Und 668 Jahre später führte unsere Königin die Tradition dieses alten Erbfolgerechts fort. Am 1. Juli 69 fand hier in diesem prächtigen Caernarfon Castle die Amtseinführung des Prinzen von Wales statt. In seiner Blütezeit war Caernarfon Castle ein wichtiger Staatssitz. Seine Mauern umfassten eine ganze Stadt. Mit zwei königlichen Torhäusern, einer großen Halle und 12 Türmen bietet es hervorragende Unterkünfte. Ein königliches Schloss, das dem Sohn und Erben Edwards I. würdig war. Da ist er, Edward II. Der erste Sohn eines englischen Königs, der den Titel Prince of Wales trug. Jahrhundertelanges Wetter hat Prinz Edward unkenntlich gemacht. Aber zu seiner Zeit sah er in seinem Ornat ziemlich schick aus. 21 Prinzen und 668 Jahre später war es für unsere derzeitige Königin an der Zeit, einen neuen Prinzen von Wales zu krönen. Und obwohl das Schloss schon lange keine königliche Residenz mehr ist, verfügt es immer noch über einen königlichen Eingang. Das ist der Adlerturm. Und hier ist ein ganz besonderer Eingang, der Monarcheneingang. Im Mittelalter konnten die Könige auf dem Wasserweg ankommen, anlegen und dann durch diese Tür hineingehen. So mussten sie nicht den ganzen Pöbel in der Stadt treffen. Ich glaube, ich darf rein. Ich werde es versuchen. Natürlich hat sich die Sache ein wenig weiterentwickelt. Die Amtseinführung des Prinzen von Wales war eine sehr öffentliche Angelegenheit. Und zeremonielle Pracht war an der Tagesordnung. Im ganzen Land herrschte große Aufregung, da es sich um eines der ersten königlichen Ereignisse handelte, das live in Farbe übertragen wurde. Die Königin ging hier entlang. Alles hier war voll mit den Großen und Mächtigen.
Auf den Stadtmauern gab es Trompeter, die die königliche Fanfare spielten. Zur Zeremonie waren 4000 Gäste im Schloss. Und es war keine Überraschung, dass die Veranstaltung von einem großen walisischen Chor begleitet wurde. Zu ihnen gehörten Sänger der walisischen Männerchöre von Anglesey und Bangor. Es ist schön zu wissen, dass die Chöre auch heute noch aktiv sind. Und sie waren so freundlich zu kommen, um eine der Hymnen der Amtseinführung zu singen. God bless the Prince of Wales. Auf Walisisch und auf Englisch. Bravo, das war herrlich. Ich glaube, einer von Ihnen war tatsächlich im Juli 1969 hier. Waren Sie das? Das bin ich. Wie schön. David Evans kommt von der Insel Anglesey, direkt gegenüber von Carnarvon, und war bei der Amtseinführung 31 Jahre alt. Wie viele waren im Chor? Insgesamt etwa 200. Wirklich? Ja, wir mussten mit dem Bus aus Bangor kommen. Oh. Wir mussten die Nacht in der Universität verbringen. Oh, wirklich? Und die Polizei begleitete uns bis zum Tor. Es war ein fantastischer Tag, etwas, das ich nie vergessen werde. Wie viel haben Sie geprobt? Wochen. Wochen und Wochen. Eine lange Zeit. Darauf wette ich. Die Zeremonie war der Höhepunkt monatelanger Vorbereitung. Orchestriert vom Ehemann von Prinzessin Margaret, dem renommierten Fotografen Lord Snowden. Er trug den Titel Constable of Carnarvon Castle. Gleichzeitig erfasste das Amtseinführungsfieber die Nation. Künstler und Handwerker im ganzen Land arbeiten hart daran, sicherzustellen, dass dieser Tag nicht so schnell vergessen wird. Es gab alle Arten von Souvenirs. Tassen, Stühle, Zeremoniekissen und sogar Vorhänge und Tagesdecken. Aber es waren nicht nur Souvenirs, die im Vorfeld der Amtseinführung in Eile produziert wurden. Ich gehe in dieses kleine Zimmer. Das ist bei einer normalen Führung nicht erlaubt. Lord Snowden nutzte es während der Vorbereitungen für die Amtseinführung. Er nannte es sein Chaos. Und hier ist jemand, der in dem Verfahren eine sehr bedeutende, wenn auch wenig bekannte Rolle gespielt hat. Hallo, David? Hallo, wie geht's? In den späten 60ern war David Mason ein junger Metallurg, der an experimentellen Techniken mit Gold arbeitete. Und er bekam kurzfristig den Auftrag, die neue Amtseinführungskrone anzufertigen. Also ist das alles, die eigentliche Krone aus massivem Gold? 24 Karat. Okay. Jemand kam damals zum Stanzen, hergestellt in England und so. Und bevor ich ihn aufhalten konnte, schlug er zu und traf die Innenseite der Krone. Sie fiel zu Boden und zersplitterte. Das war Anfang Juni. 3 Wochen vor der Amtseinführung gab es keine Krone. David hatte viel Arbeit vor sich. Er musste nicht nur eine neue Krone gießen. Er hatte immer noch das schwierigste Detail vor sich. Die Kugel, die das Stück vervollständigen sollte. Ich konnte mir nicht vorstellen, wie wir eine goldene Kugel formen könnten. 100%ige Vollkommenheit, ohne Nähte, ohne Risse. Und das war sehr lustig. Eines Samstags sah ich fern und es gab einen Tischtenniswettbewerb. Und plötzlich macht es Klick. Tischtennisball. Also nahmen wir einen Tischtennisball und legten ihn für 4 Tage und Nächte in eine Goldlösung. Und am Ende kam er oben auf die Krone. Meine Güte, die Kugel ist also tatsächlich ein Tischtennisball. Ein goldener Tischtennisball, aber ein Tischtennisball. Im Inneren ist ein Tischtennisball. Es musste so schnell gehen. Als die Königin sie ihm auf den Kopf setzte und ihre Hände wieder wegnahm, hob er sofort seine Hände und es fiel ihm schwer, die Krone auf seinem Kopf zu positionieren, weil sie wohl nicht perfekt gepasst hat. Und ich hatte Angst, dass das Ding abrutscht. Der Prunk des Tages gipfelte im Amtseinführungsritual zwischen Mutter und Sohn.
Die Zeremonie wurde hier auf diesem wundervollen Kreis aus walisischem Schiefer durchgeführt. Es gab einen besonderen Teil der Zeremonie, als die Königin den Umhang des 20-jährigen Prinzen befestigte. Es war ein zärtlicher Moment inmitten eines Meeres aus Prunk und Spektakel. Ich, Charles, Prinz von Wales, werde dein Lehnsmann sein bei Leib und Leben. Als die Zeremonie ihren Höhepunkt erreichte, saßen rund um den Globus bemerkenswerte 500 Millionen Menschen vor dem Fernseher und verfolgten die historischen Ereignisse hier in Wales. Als nächstes stellt die Königin der Nation den neuen Prinzen von Wales vor. Die Kneipen waren voll und als sie rauskamen, applaudierten sie. Es geht mit Volldampf voran, während ich in die Fußstapfen von Prinz Charles trete. Ich kann die Schienen nicht sehen. Und ich treffe einige der treuesten Untertanen der Königin. Sie ist so stark. Ich bin in Wales und besuche einige Orte und Menschen, die im Dienste ihrer Majestät stehen. Ich habe meine Reise in Caernarfon begonnen, ein Schloss, das der Königin am Herzen liegt. Hier wurde 1969 ihr ältester Sohn zum Prinzen von Wales ernannt. Man kann sagen, dass die meisten der früheren Prinzen, eine Mischung aus Engländern, Schotten und Deutschen, wenig Interesse an der walisischen Nation zeigten. Doch zur Vorbereitung der Zeremonie absolvierte Prinz Charles einen Crashkurs in Walisisch an der Universität Aberystwyth. Der Prinz nimmt an einem neunwöchigen walisischen Sprach- und Geschichtskurs teil. Während seines Studiums wird er im Wohnheim Penticallan wohnen. Sein Nachbar ist ein walisischer Nationalist und der Prinz bemerkt scherzhaft: Ich hoffe, er schlägt nicht gegen die Wand. Die späten 60er Jahre waren eine ziemlich schwierige Zeit für die Monarchie in Wales. Der walisische Nationalismus war auf dem Vormarsch. Und es war entscheidend, dass Prinz Charles in die Herzen des walisischen Volkes aufgenommen wurde. Der Politikjournalist Glyn Mathias erinnert sich an den Tag, an dem die Königin den neuen Prinzen von Wales zum ersten Mal der Menge vorstellte. Und wir treffen uns auf demselben Balkon. Hier präsentierte Ihre Majestät der Menge den neuen Prinzen von Wales, richtig? Ja, und hier in Caernarfon herrschte große Begeisterung. Die Stadt war voller Feierlichkeiten, die Kneipen waren voll. Menschen säumten die Wege der Prozession. Und als sie herauskamen, applaudierten sie. Da waren sie. Die Waliser haben sich darauf gefreut? Ja, die meisten Waliser waren dafür. Aber es war eine turbulente Zeit. 1966 wurde der erste walisische Nationalist ins Parlament gewählt. Die Sprachgesellschaft übermalte englische Verkehrsschilder. Oh, wirklich? Und es gab auch Gewalt, Bombardierung von Rohrleitungen und Anlagen und sowas. Also wurde dieser Platz mit Polizei und Spezialeinheiten überschwemmt. Aber es herrschte eine großartige Atmosphäre. Die Menschen freuten sich sehr auf dieses Ereignis. Die Menschenmengen auf dem Platz von Caernarfon haben ihrem Prinzen freudig die Herzlichkeit eines Willkommens bereitet, das für alle Zeiten die Zuneigung zeigt, die das walisische Volk ihm entgegenbringt. Was denken Sie, wird es in Zukunft noch eine Amtseinführung geben? Auf jeden Fall. Wenn man sieht, wie die Menschen in Wales die Monarchie und Prinz Charles und Prinz William sehen. William ist sehr beliebt. Er hat mehrere Jahre hier in Anglesey damit verbracht, Hubschrauber zu fliegen. Und er hat dafür viel Respekt bekommen. Ich glaube, es gibt große Unterstützung dafür, dass er irgendwann Prinz von Wales als Nachfolger von Prinz Charles wird. Ob es eine weitere Amtseinführung wie diese gibt, wird eine interessante politische Frage sein. Nach seiner Amtseinführung machte sich Prinz Charles auf den Weg zu einem guten, altmodischen, königlichen Fortschritt.
Eine Gelegenheit, etwas von seinem neu erworbenen Walisisch auszuprobieren. Es war eine energiegeladene viertägige Tour, die seine königliche Hoheit von Carnarvon Castle durch das ländliche Middle Wales und weiter zur Südküste führte. Höhepunkt ist das Cardiff Castle. Es war der Beginn der Liebesbeziehung des Prinzen zu Wales. 2007 richteten er und die Herzogin von Cornwall ihr Zuhause in Carmarthenshire in einem traditionellen walisischen Bauernhaus ein. Ich mache mich auf den Weg zu einem ganz eigenen Fortschritt. Besuche die Teile von Wales, die sowohl dem Prinzen als auch der Königin so viel bedeuten. Hallo! Danke. Das ist schön. Ich steige in Snowdonia in die Festiniog and Welsh Highland Railway ein. Diese Schmalspurstrecke aus dem 19. Jahrhundert dient als historische Bahn. Jedes Jahr werden über 250.000 Passagiere befördert. Alle sind genauso begeistert wie ich, eine Zeitreise in das Dampfzeitalter zu machen. Die Dampflokomotive, die diesen Zug zieht, heißt Prince. Bereits 1863 für diese Eisenbahnlinie gebaut. Sie wurde zu Ehren des damaligen Prinzen von Wales, dem ältesten Sohn von Königin Victoria, benannt. Der zukünftige König Edward VII. Und wie ich muss er gespürt haben, dass es keine bessere Möglichkeit gibt, Snowdonia zu sehen. Als dieser Streckenabschnitt 2003 wiedereröffnet wurde, war der Fahrer des Zuges kein geringerer als seine königliche Hoheit Prinz Charles. Und wenn er es schafft, was hindert mich daran, es zu versuchen? Sehr fest. Tony Williams war der Fahrer, der 2003 zusammen mit Prinz Charles auf der Fußplatte stand. Einfach hier stehen, das ist alles. Ich halte mich hieran fest. Und ich fahre tatsächlich den Zug. Dieses schöne Geräusch erinnert mich an meine Kindheit. Und der Geruch des Dampföls. Es kann ein bisschen süchtig machen, deshalb bin ich hier. Sobald Sie anfangen, es zu riechen, möchten Sie es einfach die ganze Zeit haben. Wir fahren in eine Kurve. Muss ich langsamer fahren? Nein, Sie bleiben bei dieser Geschwindigkeit. Sicher? Ja. Wenn ich ein wenig nervös wirke, liegt das daran, dass ich es bin. Es ist nicht so leicht, wie es aussieht. Ich kann die Bahnlinie nicht sehen. Sie ist verschwunden. Fahrer Tony ist zuversichtlich genug, um eine Pause einzulegen. Mutiger Mann. Oh, ich hab's gesehen. Ich bin noch auf den Schienen. Würden Sie morgen an meiner Stelle fahren? Dann habe ich frei. Diese prächtige Eisenbahn wurde gebaut, um die Schiefersteinbrüche von Snowdonia zu bedienen. Bergbau verschiedenster Art ist in Wales ein wichtiger Wirtschaftszweig. Nicht nur im Süden gibt es Kohle. Auch hier in den Bergen des Nordens gibt es eine lange Tradition im Abbau von Kupfer, Blei, Silber und Gold. Aber das ist nicht irgendein Gold. Das ist königliches Gold. Als die Königin Mutter 1923 heiratete, verwendete sie walisisches Gold für ihren Ehering. Im Laufe der Jahre wurde den Royals lokales Gold geschenkt, was es der Königin, Prinz Charles und zuletzt Prinz William und der Herzogin von Cambridge ermöglichte, die Tradition fortzuführen. Mit diesem Ring heirate ich dich. Das Gold in Catherines Ring stammte aus den Hügeln rund um die walisische Kleinstadt Dolgellau in Nordwales, wo es seit Mitte des 19. Jahrhunderts eine florierende Goldminenindustrie gab. Ich treffe einen der letzten Männer, die in den walisischen Goldminen gearbeitet haben, Ray Roberts. Was für ein schöner Tag. Nicht wahr? Wo genau sind wir? Wir sind direkt unterhalb der Gwynwaneth Goldmine im Herzen des walisischen Goldabbaugebiets. Wann hat der Bergbau aufgehört? Vor etwa 18 Jahren wurde die letzte Mine geschlossen. Und Sie fanden dort immer noch Gold? Ja, sie hörten nicht auf, weil keins mehr da war. Es ist nur zu teuer, danach zu suchen. Auf dem Höhepunkt des Goldrauschs haben Hunderte von Bergleuten am Berghang gearbeitet. Das ist also der Eingang zur Mine. Das ist die Gwynwyneth-Mine. Ein Ort, der bis 1998 noch Gold hervorbrachte. Es ist so nass.
Ich nehme an, es tropft immerzu von der Decke. Wie weit reichen die Tunnel? Bis in den Berg hinein. Wenn Sie dachten, Sie müssten runter, bohrten Sie dort einen Schacht. Okay. Und dann machten Sie einen weiteren Weg darunter und vielleicht noch einen. Der Berg hat also kilometerlange Tunnel. Wie war es, in so einem Bergwerk zu arbeiten? Es war dunkel, kalt, elend, man wurde nass. Es hat mir gefallen. Es war schön, dort zu arbeiten. Ich mag es nicht düster, kalt und elend. Obwohl die Mine 1998 geschlossen wurde, besteht immer noch ein großer Appetit auf echtes Gold aus Wales. Und auch nachdem Ray jahrelang mit Gold gearbeitet hat, hegt er immer noch eine echte Leidenschaft für dieses seltene walisische Metall. Wow, jetzt kommt echtes Gold. Es gibt größeres Gold, größere Stücke, aber das ist das Stück, das ich habe. Das ist ein großes Stück Gold. Wie viel wiegt es? Es sind fast 5 Gramm. Das ist erstaunlich. Könnte ich den Unterschied erkennen zwischen walisischem Gold und dem Gold, das ich trage? Die Farbe sieht kräftiger aus als das walisische. Eher rosa oder so. Glauben Sie, dass Sie noch mal erleben werden, wie Gold abgebaut wird? Ja, das hoffe ich. Das Unternehmen, für das ich arbeite, will die Gwynwyneth wiedereröffnen. Nun, viel Glück. Ich hoffe, dass dort in den Hügeln viel Gold ist. Ich denke, es ist immer noch da, warum auch nicht? Mit etwas Glück wird diese historische walisische Geschichte bald wieder am Laufen sein. Und hoffentlich die Vorräte der königlichen Goldschmiede wieder auffüllen. Ich lasse die Berge von Snowdonia hinter mir und mache mich auf den Weg nach Süden, genau wie Prinz Charles es damals getan hat. Wir machen Halt in der Grafschaft Pembrokeshire an der Südküste. Es ist ein Gebiet in Wales, das für etwas berühmt ist, das die Königin für genauso wertvoll hält wie königliches Gold. Braves Mädchen. Was für ein gutes Mädchen. Komm und gib mir einen Kuss. Die Königin bekam ihren ersten Corgi, als sie ein kleines Mädchen war und ist seitdem ein Corgi-Fan geblieben. Und ich muss sagen, ich stimme ihr zu. Ich hatte selbst 4. Und ich kenne den Weg zu ihrem Herzen. Es ist ganz einfach. Ichi. Bitteschön. Jetzt tu irgendwas. Es gibt 2 Arten von Corgis. Ichi ist ein walisischer Pembroke-Corgi, der ursprünglich aus Pembrokeshire stammt. Die bevorzugte Rasse ihrer Majestät. Sie sind etwas kürzer und haben einen feineren Knochenbau als ihre entfernten Verwandten, die Cardigan Welsh Corgi. Mary Davis ist eine prämierte Pembroke-Corgi-Enthusiastin. Hier sind deine Freunde. Guck. Sie ist so stark. Mary und ihre Hunde standen ihrer Majestät auf einzigartige Weise zur Seite. Wie lange züchten Sie schon Corgis? 35 Jahre. Wirklich? Und Sie haben 1 oder 2 von ihnen an den Palast abgegeben? 1993 hatte die Königin einen von mir im Gestüt. Wie viele Welpen wurden produziert? 4. Hatten Sie welche? Ja, ich hatte einen namens Quiz. Oh, ich dachte, Sie würden Queen sagen. Corgis sind wunderbare Haustiere. Aber man sollte daran denken, dass man diese zähen kleinen Hunde vor noch nicht allzu langer Zeit auf den Bauernhöfen und Feldern in West Wales arbeiten sehen konnte. Dort wurden sie speziell für den Viehbetrieb gezüchtet. Sehen Sie sich das an. Ist das nicht wunderbar? Man kann sehen, wie Sie Vieh hüten. Ja, wirklich. Absolut. Sie treiben uns zusammen. Die Königin war der Rasse immer treu. Was ist es, was sie daran mag? Sie sind sehr anpassungsfähig. Sie hat sie ja oft auch im Buckingham Palace, manchmal in Windsor, manchmal in Sandringham. Und sie sind ihren Besitzern gegenüber loyal. Es ist ihnen egal, wohin sie gehen. Die Königin besaß im Laufe ihres Lebens insgesamt 30 Corgis und hat sogar ihren eigenen Corgi-Dachshund entwickelt. Eine Kreuzung, die als Dorgi bekannt ist. Daphne Slark hat ihre Majestät schon mehrfach getroffen, in ihrer Rolle als Zwingermanagerin für den Corgi-Züchter der Königin. Früher brachte man Welpen zur Königin, um zu sehen, ob sie einen will. Ja, wenn sie einen Welpen wollte, nahmen wir immer ein paar mit nach Windsor und zeigten sie ihr. Einmal konnte sie sich nicht entscheiden, welchen sie wollte. Also nahm sie beide.
Prinz Charles und Prinzessin Anne waren dort und sie sagte zu den Kindern, sagt eurem Vater nicht, dass wir zwei Welpen haben. Und als die Königin selber einen Welpen bekam, fragten sie, ob ich ihn gerne hätte. Oh, hat sie Ihnen einen gegeben? Ja, er war ein toller Hund. Wie haben Sie ihn genannt? James. James. Sein eingetragener Name war Windsor Jet. Als die Königin dann 82 hierher kam, schrieb ich ihr und fragte, ob sie ihn gerne sehen würde. Und das wollte sie. Hier steht, die Königin würde sich freuen, Sie am Donnerstag, dem 8. April um 13 Uhr im Cambria House zu treffen. Und da sind Sie ja. Und freute sie sich, ihn wiederzusehen? Oh ja, ich glaube schon. Ein wunderbares Foto. Hat er sich benommen? Sehr gut. Gott sei Dank. Er wusste, er ist in der Gegenwart Ihrer Majestät. Ich glaube schon. Wofür züchtet sie gerne? Persönlichkeit oder Aussehen? Eigentlich nur Persönlichkeit und Freundlichkeit. Sie sind so aufgeweckt. Ja, das sind sie. Die Leute denken, dass sie nicht freundlich sind. Sie denken, dass sie einem an den Fersen hängen. Nun, das können sie. Ich erinnere mich, als wir unseren ersten Corgi bekamen, sagte ich zu unserem Klempner, wir haben einen neuen Hund. Oh, sagte er, ich liebe Hunde. Nur eine Rasse mag ich nicht. Ich fragte, welche denn? Er sagte, Corgis. Ich finde es ziemlich wunderbar, dass dieser mutige kleine Hund in weniger als einem Jahrhundert vom Landarbeiter zum königlichen Begleiter wurde. Und das alles dank Ihrer Majestät. Ich bin in Wales, treffe die Menschen und besuche die Orte, die der Königin und seiner königlichen Hoheit Prinz Charles so viel bedeuten. Und meine Reise hat mich an die atemberaubende Küste von Pembrokeshire geführt, wo ein frischgesichtiger 20-jähriger Prinz von Wales 1969 auf seiner königlichen Reise von der Yacht Britannia stieg. Ich bin seinem Kielwasser gefolgt und auch aufs Wasser gegangen. Dies ist Ramsay Sound, direkt vor der Küste von St. David's. Es ist wunderbar, heute hier auf dem Wasser zu sein. Aber ich habe zuverlässige Informationen, dass dies einer der gefährlichsten Gewässerabschnitte in Wales ist. Gott sei Dank gibt es ein Rettungsboot. Für uns Inselmenschen hatte die Sicherheit auf See schon immer oberste Priorität. König George IV. Wurde bereits 1824 der erste Schirmherr der Royal National Lifeboat Institution. Die Königin übernahm diese Rolle 1952. Sie war eine der ersten Schirmherrinnen ihrer Regierungszeit. Im Dienste ihrer Majestät und an der Spitze der St. David's Besatzung steht der Steuermann Di Jones. Ihre Majestät ist Schirmherrin des RNLI. War sie jemals in St. David? 1955 kam sie zur Kathedrale und einer meiner Vorgänger führte eine große Rettung bei einem Hurricane durch. Wirklich? Ein Öltanker war im Sturm in zwei Hälften zerbrochen und sie haben 35 Menschen aus dem Heck gerettet. Oh Gott. In ihrer Rolle als Schirmherrin dankte die Königin dem Steuermann William Watts William und seiner Crew persönlich für ihren Mut. Heute trägt ihre Unterstützung der Wohltätigkeitsorganisation dazu bei, Gelder für Projekte wie die 9,5 Millionen Pfund schwere Rettungsbootstation in St. David zu beschaffen. Hat sie alle Annehmlichkeiten, die man braucht? Ja, das ist sehr wichtig. Die beiden Türme sind über 140 Jahre alt und es gab damals noch keine Einrichtungen wie Gesundheits- und Sicherheitsmaßnahmen, Schulungsräume und so. Und sie mussten noch rudern? Ja, rudern und segeln. Wer wird die neue Rettungsbootstation eröffnen? Ich wünschte, ich wüsste das. Ich weiß es nicht. Vielleicht kommen Sie ja wieder. Das Treffen der Königin mit der heldenhaften Rettungsbootbesatzung fand einen Steinwurf entfernt in der St. David's Kathedrale statt. An einem Gottesdienst in der St. David's Kathedrale nahmen die Königin und der Herzog teil. Dieser Besuch war historisch, der erste eines regierenden Herrschers seit Edward I. im Jahr 1284. Der Besuch ihrer Majestät 1955 war der Beginn einer besonderen Beziehung mit der kleinen Gemeinde St. David's. 1995 verlieh sie dieser ländlichen Siedlung mit nur 1600 Einwohnern sogar den Status einer Stadt, nachdem die Regierung empfohlen hatte, ihren historischen Titel wieder einzuführen.
Aber das Faszinierende an dieser Kathedrale ist, dass Ihre Majestät im Inneren einen eigenen Sitzplatz hat. Jede Kathedrale hat ein Domkapitel, ein speziell ausgewählter Rat, der ihre Angelegenheiten überblickt. Aber St. David's ist die einzige Kathedrale, die den Monarchen mit einem offiziellen Platz im Kapitel und einem eigenen Kirchenstuhl ehrt. Diese königliche Verbindung geht auf ziemlich düstere Zeiten zurück. Im 16. Jahrhundert, als Heinrich VIII. Das Kloster auflöste, wurde das mit dieser Kathedrale verbundene Ordenskollegium entlassen und der Meister des Kollegs aus dem Kapitel ausgeschlossen. Und seitdem wird der Stuhl von Monarch zu Monarch weitergegeben. St. David's war auch Gastgeber für Prinz Charles auf seiner Amtseinführungsreise. Zweifellos schaute er unterwegs nach dem Kirchenstuhl seiner Mutter. Auf seinem Weg weiter nach Osten waren die Bergbautäler in Südwales sein nächster Halt. Eine Region, die gute und schlechte Zeiten durchgemacht hat. Der Großonkel von Prinz Charles und Vorgänger als Prinz von Wales, König Edward VIII., kam während der Depression 1936 hierher, um der Bergbaugemeinde seine Unterstützung anzubieten. Der schwärzeste Teil seines Besuchs war in Dulles, wo jetzt Dulles verfallen und verlassen ist. Man werde etwas tun, sagte der König. Anfang der 50er Jahre war die Branche wieder im Geschäft. Aber wir stehen immer noch vor herausfordernden Zeiten. Während der Herrschaft der Königin erlebte Südwales massive Veränderungen. Als sie den Thron bestieg, wurde diese Landschaft von der Kohle- und Stahlindustrie dominiert. Vor 50 Jahren, 1966, kam die Königin hierher, in eine bis dahin wenig bekannte Kohlebergbaustadt in der Nähe von Merthyr Tydfil. Der Name der Stadt ist Aberfan. Der Tod ist für Bergbaugemeinden von Wales kein Unbekannter. Aber eine solche Katastrophe übersteigt alle Grenzen der Erfahrung und Akzeptanz. Am 21. Oktober 1966 stürzte ein auf dem Hügel über der Stadt aufgestapelter Berg von Zechabfällen durch einen katastrophalen Erdrutsch ein. Innerhalb von 5 Minuten wurde die örtliche Grundschule begraben. 116 Kinder und 28 Erwachsene kamen bei einer Katastrophe ums Leben, über die man hier heute noch trauert. Sie hieß Pentglass. Pentglass, ja. Das war der Name der Schule. Ja, Pentglass Schule. Jeff Edwards war das letzte Kind, das lebend herausgeholt wurde. War das der Hauptbereich? Ja, das war der Standort der Schule. Jetzt ist es der Gedenkgarten. Jede Grünfläche auf beiden Seiten stellt ein Klassenzimmer dar. Und dieser Flur, den wir entlang gehen, war die Haupthalle der Schule. Am 21. Oktober 1966 gab es ein dunkles Grollen. Und es wurde immer schlimmer. Und der Lehrer versicherte der Klasse, es sei alles gut, das sei nur ein Donner. Der Donner war das Geräusch der Abraumhalde oben auf dem Berg, als sie zu kollabieren begann und in Richtung Dorf herabstürzte. Das Material kam den Berghang hinunter, prallte auf dieser Seite gegen die Wand und spülte alles bis zu meinem Sitzplatz rüber. Ich saß hier. Also traf es das Gebäude und auch alles andere? Das ganze Geröll. Es traf das Gebäude, das Dach stürzte ein. Ich wurde unter dieser ganzen Lawine begraben. Der einzige Grund, warum ich überlebte, während andere in der Klasse starben, war die Tatsache, dass ich eine Luftblase hatte, in der ich atmen konnte. Von den 34 Schülern der Klasse überlebten nur 4. 8 Tage nach der Katastrophe kamen Ihre Majestät und der Herzog von Edinburgh nach Aberfan, um ihren Respekt zu erweisen und trauernde Eltern zu treffen. Sie ging zum Friedhof und war sehr bestürzt. Die trauernden Eltern, mit denen ich gesprochen hatte, sagten, sie sei nicht als Königin, sondern als Mutter gekommen. Das war das Mitgefühl, das sie diesen Eltern als Mutter über den Verlust ihrer Kinder zum Ausdruck brachte.
Leben hier noch Menschen, die sich an 1966 erinnern? Ja, viele von ihnen wohnen noch in denselben Häusern. In diesem Jahr jährt sich die Katastrophe zum 50. Mal. Manche Menschen warten immer noch darauf, dass ihre Kinder nach Hause kommen. Seit 1966 hat die Königin dieser kleinen Gemeinde noch drei weitere Besuche abgestattet. Am ergreifendsten war das Jahr 2012, als sie offiziell eine neue Grundschule in Aberfan eröffnete. Damit erfüllte sie ein Versprechen, das einem trauernden Elternteil nach der Katastrophe gegeben worden war. Sie wurde von Schulleiterin Simone Roden begrüßt. Ich nehme an, dass es damals ganz anders aussah. Ja, der ganze Bürgersteig, den Sie hier sehen können, war von unseren Kindern gesäumt, die Fahnen schwenkten und sich riesig auf die Ankunft Ihrer Majestät freuten. Und Sie führten sie herum? Ja, ich durfte mit ihr einen kurzen Rundgang durch die Schule machen. Darf ich auch? Aber gern. Danke. Das ist die Gedenktafel, die die Königin anlässlich der Schuleröffnung enthüllt hat. Und das Bild? Hat sie das gesehen? Ja, das hat sie. Fand sie es schön? Sie hat gelacht. Ich find's auch toll. Oh, das ist schön und hell. Schön, oder? Es ist wunderbar. Wissen die Kinder viel über die Katastrophe, die damals passiert ist? Die Katastrophe wird in der Schule besprochen. Es ist Teil unserer Geschichte, auch bei unseren Versammlungen rund um den Jahrestag. Aber beim Besuch der Königin ging es um die Eröffnung der neuen Schule. Und das war ein Anlass zum Feiern. Die Aberfan-Katastrophe wird uns immer in Erinnerung bleiben. Aber an diesem Tag wollten wir nach vorne blicken und uns auf das Kommende freuen. Das ist wunderbar. Und dann ging sie dort raus? Ja, wo der Helikopter gewartet hat. Oh, ich glaube, meiner ist noch nicht da. Vielleicht kommt er noch. Nichts bereitet einen wirklich auf einen Besuch in Aberfan vor. Das Gefühl der Tragödie ist irgendwie geblieben. Daran kann auch ein Besuch der Queen nichts ändern. Aber wenn ich diese Schule sehe, wird mir klar, dass ihre Anwesenheit die Aufmerksamkeit und Unterstützung der Nation auf sich zieht. Und vielleicht ist das eine ihrer wichtigsten Rollen. Ich begann meine Reise durch Wales im Carnarvon Castle. Erbaut von Edward I., der seine Macht und seinen Reichtum in Wales festigte. Während er die Grenzen fester in den Griff nahm, machte er sich auch daran, die Münzen des Königs zu modernisieren, indem er eine neue Münzprägestätte im Tower of London gründete. Sie ist eine königliche Institution, die seit über 1000 Jahren erfolgreich ist. Und 1968 fand sie in Vorbereitung auf die Dezimalwährung ein neues Zuhause in Wales. Offiziell eröffnet wurde sie von der Königin und Prinz Charles. Oberste Priorität hat die Herstellung der Dezimalmünzen, die Großbritannien für die Umstellung auf die neue Währung benötigt. Ich treffe den leitenden Kurator Graham Dyer, der in den 60er Jahren begann, für die Münzstätte zu arbeiten. Der Monarch wurde schon immer mit der königlichen Münze in Verbindung gebracht. Auf jeden Fall. Wir dienen der Monarchie seit über 1000 Jahren. Und Ihre Majestät ist immer noch beteiligt, oder? Ja, es sind immer noch die Münzen der Königin. Und wir brauchen immer noch Ihre Zustimmung, bevor wir eine neue Münze prägen können. In Ihrer langen Regierungszeit von 64 Jahren ist es doch außergewöhnlich, wie viele verschiedene Porträts wir auf unseren Münzen hatten. Und das passierte etwa alle 20 Jahre. Wirklich? Beginnend mit dem Porträt von Mary Gillick aus dem Krönungsjahr 1953. Sie sieht so jung aus, nicht wahr? So jung und schön. Es ist wunderschön. Sie hat diesen Geist des elisabethanischen Zeitalters. Absolut. Und die Hoffnung. Daran erinnern sich die Leute ab einem bestimmten Alter. Das war das folgende Porträt. Es wurde in Vorbereitung auf die Dezimalwährung erstellt, um die neuen Münzen markanter zu machen als die alten. Ah ja. 1985 wurde das Porträt erneut aktualisiert. 1998 dann zum vierten Mal.
Wir haben gerade das fünfte Porträt festgelegt. Wirklich? Ist es das hier? Ja, es ist von Jody Clark. Sind das die Exemplare für dieses Jahr? Das sind Sondermünzen, die zum 90. Geburtstag der Königin hergestellt wurden. Sind sie Geld wert? Die Münzen haben einen Nennwert, in diesem Fall 1000 Pfund, diese hier 500 Pfund. Wenn ich in ein Geschäft gehe, könnte ich damit nichts kaufen. Nein, das ist ein Kilo Gold, das ist ein Kilo Silber. Oh. Und wir geben Ihnen einen Nennwert von 1500 Pfund. Es sind also richtige Münzen, aber für einen Sammler sind sie mehr wert. Dann werde ich das nicht tun, wenn ich eine 1000 Pfund Münze bekomme. Ich werde sie behalten. Mein nächster Halt ist die Münzdesignabteilung, um die Graveurin Carrie Davis zu treffen. Carrie, wie entsteht eine Münze? Eine britische Münze? Ja. Es gibt in der Regel ein Designbriefing und dann einen anonymen Wettbewerb. Sogar für das Porträt der Königin? Für die Königin muss man ein Modell abgeben. Es ist also ganz anders als bei allen anderen Wettbewerben. Sobald der Entwurf genehmigt wurde, wird eine große Gipsform erstellt, damit die Graveure an den feinen Details arbeiten können. Am besten kann ich Ihnen den Prozess mit einer Prägung von Jemima Puddle Duck erklären. Die ich liebe. Es beginnt mit einer dicken, flachen Scheibe. Wir übertragen das Design auf die Oberfläche und schnitzen dann das, was wir als negativ bezeichnen. Wenn wir den Gips machen, tragen wir vorher ein Trennmittel auf, damit es sich beim Auftragen auf den nassen Gips wieder lösen kann. Das Tolle ist, dass man den Stoff Ihres Umhangs hat, aber man sieht, dass es Federn sind. Ihr seid großartig. Kann man mit Jemima Puddle Duck bezahlen? Ja, sie ist 50 Pence in ihrer Tasche. Jemima Puddle Duck, Peter Rabbit und Freunde werden bald als Satz von 50 Pence Münzen geprägt, um den 150. Geburtstag von Beatrix Potter zu feiern. Aber hier in der Münzprägestätte werden nicht nur Münzen entworfen, sie machen auch echtes Geld. Teamleiter Jamie Bennett führt mich in die Produktionshalle, die wohl der lauteste Ort in Wales ist. Das sind die Münzen. Das ist die neue Pfundmünze, die nächstes Jahr in Umlauf kommt. Die Prägestätte produziert derzeit satte 1,4 Milliarden dieser neuen Pfundmünzen. Jedes zeigt das neue Porträt der Königin zum 90. Geburtstag. Sie wurde speziell entwickelt, um Fälschungen zu verhindern. Und das Bemerkenswerteste ist, dass sie 12 Seiten hat. Genau wie die alte 3-Penny-Münze. Wir überprüfen jede Seite vorne und hinten. Hier sind also keine Risse, also gute Qualität. Möchten Sie welche mitnehmen? Greifen Sie ruhig rein. Meine Güte, schauen Sie sich das an. Fühlt sich gar nicht wie Geld an. Wenn wir es angucken, ist es einfach nur Metall. Wir betrachten es nicht wie Geld, sonst bekommt man ein Pfundzeichen im Auge. Da hier in Wales jährlich 2 Milliarden britische Münzen geprägt werden, führen die Pennies, die in unseren Taschen landen, eine jahrhundertealte königliche Tradition fort, die keine Anzeichen einer Verlangsamung zeigt. Was für ein außergewöhnlicher Ort. Designs erstellen und Geld machen. Ich bin sehr froh, in der Münzprägestätte gewesen zu sein. Die letzte Station der Amtseinführungsreise von Prinz Charles durch Wales im Jahr 69 war Cardiff. Dort wurde er mit einer schillernden Auswahl an Darbietungen und Musikveranstaltungen verwöhnt. Es gab Sportvorführungen und Freizeitaktivitäten, die den Jugendlichen Spaß machen. Es zeigte sich, dass auch Prinz Charles sie mochte. Ich bin am Ende meiner eigenen Reise durch das Land angelangt. Ich kann mir keinen besseren Abschluss meiner Zeit in Wales vorstellen, als auf dem Gelände von Cardiff Castle euch reizenden Damen beim Harfespielen zuzuhören. 4 dieser talentierten Musikerinnen stammen vom Royal Welsh College of Music and Drama. Aber die Harfenistin in der Mitte ist Claire Jones, eine ehemalige offizielle Harfenistin des Prinzen von Wales. Sie sind nicht mehr die Harfenistin des Prinzen? Nein, ich habe das 4 Jahre lang gemacht und etwa 180 Termine für die Königsfamilie wahrgenommen, auch Gespräche mit der Königin. Sie mag die Harfe. Sie liebt die Harfe.
Ich durfte sogar bei der königlichen Hochzeit von Prinz William und Kate Middleton spielen. Der Prinz von Wales hat den Posten des Harfenisten neu eingeführt. Ja, das hat er. Sie sind inzwischen bei Nummer 5. Es ist für junge Waliser gedacht, um ihre Karriere zu starten. Einige dieser jungen Künstler hier kommen auch für die Position des königlichen Harfenisten in Frage. Vielleicht bekommen sie eines Tages diesen Posten. Wie schön. Ich drücke Ihnen allen die Daumen. Wie passend, dass meine Reise durch das Land der Lieder mit einer melodiösen Begegnung endet. Meine Reise zu den offiziellen Residenzen Ihrer Majestät hat mich in alle vier Ecken des Königreichs geführt. Und was für eine Reise das war. Ich hatte das Glück, Burgen zu besuchen. Ich bin auf wunderschönen Schiffen gereist. Und ich habe Menschen getroffen, die einige wunderbar geheimnisvolle königliche Traditionen fortführen. Einige dieser Bräuche sind im Laufe der Jahrhunderte unverändert geblieben. Aber was mir auf meinen Reisen auffiel, war, wie sehr sich das Vereinigte Königreich während der Herrschaft Ihrer Majestät verändert hat. Die Technologie hat Fortschritte gemacht. Die Welt ist geschrumpft. Und unser regionales Identitätsgefühl ist gestiegen. Aber in diesen sich verändernden Zeiten bleibt die Königin eine Konstante. Ihr Engagement für unser Land ist bemerkenswert. Alles Gute zum Geburtstag, Ma'am.